Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und wir stehen hier bei unserer halbfertigen Stahlproduktion. Und da würde ich sagen, die machen wir heute auf jeden Fall fertig. Also die bekommen wir wirklich fertig. Hoffe ich, wenn nichts schief geht. Wir haben eigentlich schon alles gemacht. Wir haben die ganzen Gebäude gesetzt, bis auf den Luftfilter. Die Wasserleitungen sind oben. Die ganzen Hochöfen sind da. Es ist eigentlich alles da. Die ganzen Bänder sind schon mehr oder weniger gelegt. Sollte eigentlich kein Problem sein. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Luftfilter an. Luftsammler heißt der, okay. Natürlich ist eine gute Frage. Wie machen wir das am allerblödsten? Fängt schon wieder gut an. Mist. Mal von der anderen Seite vielleicht. Da habe ich etwas mehr Platz. Okay. Nee, das geht so nicht. Ich brauche mehr Platz. Ah, und vielleicht noch eine Reihe, was soll's. Ups. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Gut, dann machen wir hier einfach. Beziehungsweise, Moment mal. Machen das so. Dann kommt der nochmal weg. Genau, gut. Das gleiche mache ich jetzt bei den anderen auch alle. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite drin, oder sonst kotze ich ab. Wir testen das jetzt erstmal. Aber ich glaube, bei den Eingängen ist es wurscht. Kommst du noch Strom? Vielleicht mal 9 Strommasten setzen. Das ist so cool. Gut, er arbeitet. Ich glaube, der macht. Wo steht das? 36 pro Minute. Das ist aber nicht viel. Warum zeigt er mir hier an? Gar nichts. Okay, gut. Und ihr braucht wie viel Luft? 15. Ja, das funktioniert. Da muss ich immer. Shit, dann brauche ich ja 3 Luftfilter. Okay. Gibt schon wieder mehr Probleme, als ich dachte. Das ist jetzt totschief. Ich weiß nicht. Die Pipeline ist immer irgendwie komplett schräg, wenn ich anfange zu bauen. Ich sehe, dass die ist irgendwie in sich gewunden. Ich weiß nicht, warum die nicht gerade ist von Anfang an. Ist jetzt kein Drama, aber nervig. Gut, und die da hinten bekommt dann eine alleine. Also ein Luftfilter alleine. Oder Luftsammler. Mist, ich dachte, einer reicht für alle, aber irgendwie. Produktion 36 Kubik. Ich hoffe, die nehmen sich nicht gegenseitig die Luft weg, wenn ich jetzt hier einfach nochmal einen hinstelle. Das wäre schlecht.
Aber ich glaube, ich hoffe, und da bei dem geht das zum Beispiel nicht. Brauche ich nochmal einen Strommasten. Okay. Oh, das könnte zu weit sein. Viel zu weit. Hier. Perfekt. Das ist ja gar nichts. Wie schaut es bei denen mit drüben aus? Ach du Scheiße, das geht halt echt nicht. Ja, fuck, und jetzt? Man sieht aber leider nicht irgendwie den Einzugsradius. Wenn ich jetzt sage, ich mache das Ganze drüben hin. Du bekommst gleich noch Strom. Hier geht's. Okay. Moment. Eigentlich bräuchte der keinen jetzt. Kein Splitter. Mann, Mann, Mann. Ich bin schon wieder verwirrt. Aber kennt man ja. Gut, das heißt, es müsste jetzt hier Luft drin sein. Genau. Hier, der müsste 36 machen. Sehr gut. Da drüben müsste Luft drin sein, bei den beiden. Hört gut aus. Und jetzt haben wir hier noch ein Problem. Vielleicht gehe ich einfach weiter hinter. Das könnte funktionieren. Schon wieder viel zu viel Drama nur für die Luft. Das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Haben wir hier irgendwo Strom? Ja. 36 schaut gut aus. Der auch noch, oder? Perfekt, gut. Dann hätten wir das. Super. Und ich würde ja gerne erstmal eine Anlage probieren, damit ich weiß, wo was rauskommt. Genau. Die beiden bekommen jetzt auch noch Strom. Ach, shit, ich bin doch so doof. Funktioniert ja so gar nicht. Oh nein. Oh, hoffentlich habe ich jetzt keine Rechenfehler drin gehabt und es funktioniert gar nichts. Ich brauche erstmal... Moment. Scheiße, ich muss das ja erst zerkleinern. Mist. Dann kommen wir bloß 240 raus. Kann das sein? 240 Erz. Also zerkleinert das Erz. 240. Okay, das könnte vielleicht sogar noch reichen. Hit. Das war jetzt dumm. Gut, dann brauchen wir... Oh, dann schaffen wir das heute doch nicht mit dem Stahl. Scheiße. So, eins. Zwei. Eins. Gut. Und ich brauche tatsächlich bloß das Erz an sich. Das ist da.
gut. Weg. Ah, das könnte eng werden. Shit. Aber geht. Die arbeiten. Sehr gut. Und die auch. Gut, 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 gut. Das heißt, da kommt jetzt raus 120 von diesem zerkleinerten Zeug. Ich brauche hier noch mehr Platz. Wir machen mal gleich am besten so, dass es vielleicht ein bisschen Platz. Okay. Auf der Seite kommt das Erz raus. Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Moment, das war jetzt der Schmarrn und dann kommt hier das Gestein raus. Das mit dem Gestein ist wieder so eine Sache, aber ich würde sagen, es funktionieren wir in die Richtung dahinter, weil da haben wir schon ziemlich schnell Probleme mit dem Pipeline. Muss der Kollege da oben jetzt halt rumturnen? Komm, spring runter. Halt so. Und so. Quatsch, da muss ich es eh so machen. Der hier ist scheiße. Kommt hier das Gestein rein. Aber warum ist das jetzt schon wieder so scheiße schief? Weil man es nicht richtig sieht. Das ist nervig. Aber ich stehe direkt vom Eingang. Der Ausgang. Den Platz lassen. So. Jetzt schaut es gut aus. Und das gleich machen wir da drüben auch. Bei dem Ausgang. Bäm. Gut. Dann brauche ich hier wieder Platz. Vielleicht sollte ich erst die beiden Pipelines verlegen, bevor ich anfange mit den Förderbändern. Weil die Förderbänder, da kann man ein bisschen schneller und besser improvisieren. Gut. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, das Wasser ist für das da. Dann kann ich die hier wieder abreißen. Ihr habt euch wahrscheinlich letztes Mal schon gedacht, oh, was macht denn der Trottel da schon wieder? Er hat vergessen, die Zerkleinerer zu bauen. Genau. Das heißt, du bist für den hinteren Zerkleiner zuständig. Sortierer meine ich natürlich. Gut, müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie reinkommen. Aber das geht. Ah. Wenn ich die Höhe noch geschafft hätte. Jetzt schaut's gut aus. Jetzt habe ich die. Ach, Menno. Hey, er zeigt mir an, das verstehe ich nicht mit diesen Hilfslinien. Das ist so hart nervig. Okay. Grüne Linie. Eins weiter. Jetzt. Achso, das war die Linie von da drüben. Von hier.
Zack. Wasser. Und du. Gehst quasi dann da rein. Hast du das? Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Dann hätte der jetzt alles, was er braucht, richtig? Also außer ein Rezept und Strom. Perfekt, es kommt so viel Eisen raus. Und wie viele Ausgänge hatten der? 3. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das Eisen überall raus? Also wahrscheinlich hier und hier. Genau. Dann würde ich sagen, wir brauchen Platz. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Förderbänder, weil das ist zu viel für 1. Ah, das schaut cool aus mit dem Wasser. Zack, erstmal daherlegen. Ja, da könnte man es eigentlich jetzt so machen, oder? Nee, kann man nicht. Oh Gott, was war denn das? Gut, ich versuche mal irgendwie da jetzt rüber zu kommen. Das ist ganz schön hoch hier. Ich meine, ich komme da ganz easy mit dem Lift rüber. Okay, Lift und dann nochmal 1, 2. Dann gehen wir gleich da rüber. Oh, das geht ums Arschlecken nicht. Das Band zu kurz. Halt, Moment mal, wo muss das rein? Das muss ja da hinten rein. Dann gehen wir hier gleich wieder runter. Ah, ich mag das Fliegen nicht so. Und das sollte dann... Quatsch, das muss hier rein. Mist. Dann muss ich doch wieder da hoch. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Hier muss hier tatsächlich dann bloß... Und die Schlacke muss ich auch noch wegmachen. Ach du Scheiße. Das passt nicht ganz, das war ja klar. Egal. Tja, das Problem ist, für 2 ist es zu viel Erz und für 3 zu wenig. Okay, gut. Würde ich trotzdem sagen, wir machen hier jetzt mal 3 hin. Dann läuft ja die dritte Anlage nicht ganz 100%. Hä?
Das müsste aber eigentlich passen. Jetzt. So, und jetzt wird es natürlich interessant, wo kommt das Eisen raus? Was haben wir hier? Das ist Wasser. Gar nichts, das ist natürlich schlecht. Das geht sogar. Also diese Teile. Warum fließt das jetzt hier nicht raus? Oder bin ich irgendwo falsch? Oder ist das einfach zu kurz für einen Schub? Das kann ja auch nicht sein. Machen Sie das einfach mal länger. Ja, und jetzt hat stockt, weil ich das nicht rausbekomme. Ist Eisen drin? Ist es Schlacke drin? Weder das eine geht raus, noch das andere geht raus. Oh, das macht mich echt immer... Nee. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Moment mal. Da geht's ja rein. Und warum habe ich hier Wasser? Moment, Moment, Moment. Moment. Was habe ich denn da das letzte Mal gemacht? Ich brauche ja gar kein Wasser. Geschmolzenes Eisen. Jetzt wird da ein Schuh draus. Mein Gott, bin ich dumm. Hoffentlich kommt hier der Stahl raus. Das Eisen. Schlacke. Obwohl, es ist eigentlich wurscht. Das ist ja der Ausgang. Ich muss dann quasi hier rein. Eieieiei. Ne, hier geht's gar nicht. Es muss hier rein. Shit, jetzt habe ich die vertauscht. Du Scheiße, und ich will das schon irgendwie halbwegs schön haben. Machen wir es mal so. Auf der Höhe. Moment mal. Gucken wir das auch ein bisschen besser hin. Nö. Shit. Fuck, das nervt mich. Schaut aber gut aus. So, und jetzt kommt hoffentlich hier die Schlacke raus. Nee, kommt's nicht. Hier kommt der Stahl raus. Scheiße.
Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Dann kommen die ganzen Stützen halt wieder weg dann. Ist ja wurscht. Das Stahldrama hat wieder begonnen. Gut, das passt. Aber wir kommen hier alles hin. Ich bin zuversichtlich. Aber Hauptsache, ich habe ja gesagt, das schaffen wir ganz easy. Super. Sollte aufhören, das zu sagen. Gut, jetzt wäre die Schlacke von der Seite schon mal weg. Ich würde jetzt gerne... Eigentlich soll das Duell ja komplett funktionieren, richtig? Geschmolzenes Eisen. Und hier habe ich geschmolzenes Stahl. Und jetzt kommt hier die Schlacke raus. Richtig? Genau. Und das fusioniere ich jetzt einfach immer da drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Das muss ich auf jeden Fall mal beobachten, weil ich bin eigentlich kein Freund, solche Kreuzungen auf eine bestehende Leitung zu setzen. Genauso wie Splitter und Fusionator, weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, dass die nicht funktionieren. So, das funktioniert aber. Also die Kreuzungen setzen, das hat alles gut geklappt, mehr oder weniger. So, jetzt wäre die Schlacke schon mal weg. Bei euch fehlt jetzt natürlich noch der Input von da drüben. Ich mache das viel zu viel durcheinander. Und jetzt müssen wir das hier... Wie habe ich das da drüben gemacht? Ja, genau jetzt unter der Pipeline. Ne, das ist dumm, was ich da gemacht habe. Egal, wir machen das jetzt ein bisschen anders hier. Kann man dann nicht irgendwie... Moment, das war falsch. Dass er das vernünftig macht. Moment mal. Eine Idee habe ich noch. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibt es halt so. Na, komm schon her. Okay, Moment. Das kommen wir hin. Mann, komm doch jetzt her. Genau, hier ist die Stütze gewesen. Dann machen wir das mal so. Und ich muss noch eins weiter vor. Tut mir leid, aber das muss jetzt so sein. Jetzt schaut das gut aus. Genau so machen wir das jetzt überall. Das heißt bis... Boah, ziemlich weit vor auf jeden Fall. Das ist doch alles scheiße, was ich da mache.
Gut. Nur noch zwei. Perfekt. Und hier. Gut, ich muss sagen, es war jetzt ein... Du Scheiße, wie schaut denn das aus? Ach nein. Das ist alles zu hoch. Das liegt an diesen dummen Fliegen. Shit, ey. So muss das jetzt passen. Arschlecken. Wahnsinn. Gut, wenigstens ist alles gleich scheiße. Passt. Gut. Das hat lange gedauert. Hier brauchen wir noch ein bisschen Platz. Das heißt, es kommt theoretisch hier... der Stahl raus. Die Frage ist, wie mache ich denn das jetzt? Also irgendwas so hoch, wie es nur geht. Aber höher als so geht es ja gar nicht. Da komme ich auf... über diese Pipeline würde ich gar nicht mehr drüber kommen, oder? Vielleicht gerade so. Ich habe schon so einen kleinen Plan. So hoch wie es geht. Und hier können wir es eigentlich so lassen. Genau. Es geht schon. Könnte man eigentlich so machen, oder? Ja. Muss also bloß gucken, dass ich das immer schön mittig hinbekomme. Ja, obwohl mit Steuerung rastet das ein bisschen ein. Genau. Seht ihr das? Wenn ich Steuerung drückt, dann richtet er sich ein bisschen aus. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier die Schlacke und hier das Stahl. Ach du Scheiße, Moment mal. Du Scheiße, wie viel Stahl kommt denn raus? 30. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist perfekt. Es ist komplett ausgereizt, die Pipeline. Das heißt, ich bräuchte jetzt dann erstmal einen Kühler. Ich brauche einfach mehr Platz. Oder ich baue in die Richtung, das ist wahrscheinlich sinnvoller. Und ich muss die Schlacke noch losbekommen.
So, letzte Reihe. Befestiger und Kühler. Stahlbahn. 30. Auf 5 Stück. Okay. Stahl, Stahl. Dann haben wir jetzt 600 Stahlbahnen. Also nicht ganz, weil es mit dem Erz sich nicht ausgeht, aber ungefähr. Das ist schon cool. Das reicht auf jeden Fall dicke. Wo was reinkommt, ist scheißegal wahrscheinlich. Ja. Dann machen wir das so. Bisschen Platz lassen. So viele Eingänge. Ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht das falsche Gebäude nehme. Zack. Beim rechten, beim rechten. Hier. Hier. Und hier. Ja, es wird langsam. Also ich habe kurzzeitig mal gedacht, wir schaffen heute fast gar nichts, aber am Ende ist es ja doch dann halbwegs gut gegangen. Stahl haben wir zwar noch keinen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Du warst jetzt Stahl, richtig? Genau. Wie schaut es denn eigentlich im Stromnetz aus? Ach du Kacke, ey. Ich darf auf jeden Fall wieder Strom machen irgendwann. So, dann muss auf jeden Fall mal diese Wasserleitung hier wieder weg. Weil die muss ich jetzt dann irgendwie da reinwurscheln. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Das könnte verdammt eng werden. Wir machen das jetzt mal so. Genau. Jetzt gehen wir eh die Rohre aus, aber wir müssen auf jeden Fall noch. Warum kommt denn hier eigentlich so wenig Eis? Ach so. Ah, wir müssen ja das ganze Gestein noch fusionieren. Naja, gut. Und die Schlacke müssen wir noch weiter verarbeiten. Genau. Ach so, scheiße, da muss ja eins höher. Zwei höher. Eins, zwei, genau. Was mache ich denn? Also heute. Nee. Ja, das ist doch alles Mist hier. Ich muss hier hin. Jetzt schaut das gut aus. Es war also heute Wahnsinn. Dafür lohnt es sich eigentlich fast gar nicht, ein Abo da zu lassen. Aber dürft ihr trotzdem machen. Ja, cool. Dann brauchen wir
hier einen Splitter. Und theoretisch da drüben eigentlich nicht, aber wir machen da erstmal einen hin. Ich habe jetzt ein bisschen Eisenüberschuss. Das heißt, wenn wir mal wieder Draht oder sowas brauchen, dann können wir das hier abzwacken. Gut, und das Wasser geht dann da rein. Was machen wir eigentlich mit der Schlacke? Hatte ich nicht irgendwie ein Rezept, dass daraus Beton wird oder irgendwas? Oder... Mal gucken. Nö. Hier war das. Wie viel Schlacke kommt denn jetzt raus? 10, 20 mal 500. Da werde ich zwei von diesen Anlagen brauchen. Eine einzige Schraube fehlt mir. Eine. Gut. Machen wir das nächste Mal. Dann würde ich sagen, heilloses Chaos. Schaut euch mal das hier an. Aber es funktioniert. Sehr gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.